Hallo liebe YouTube-Freunde, heute erfahrt ihr die Konstellationen für den Monat April 2020 und die Prophezeiung Nostradamus. Hier die Prophezeiung Nostradamus, die in der 9. Zenturie im Vers 19 zu lesen ist. Von der Höhe des Aventin hallt die Stimme: Geht, geht weg! Nach beiden Seiten. Mit dem Blut der Roten wird der Zorn gelöscht. Die von Rimini, Prato und Colonna werden hinausgeworfen. Ja, der April wird nur in den ersten Tagen noch recht gut und er wird schnell ins Gegenteil umschlagen. Wir müssen uns absichern. Da die Sonne nicht günstig steht, wird es schwer werden, sich zu verstehen, um sich nicht gegenseitig zu verletzen. Deshalb sollte man so viel als möglich in die ersten 10 Apriltage legen, um sich später deutlich zurückzuhalten. Dann, wenn die Wetterkatastrophen auf der Erde ihren Höhepunkt erreicht haben, wird und im Sommer der giftige Schnee gefallen ist, die Ernte vernichtet und eine Hungerkatastrophe ausgelöst hat, bilden sich Gruppen, um die Verantwortlichen umzubringen. Nostradamus nennt sie die Roten. Und ihre Opfer sind die europäischen Regierungschefs. Und dazu gehört auch der Papst. Dieser muss zunächst zusehen, wie seine Kardinäle um ihn herum getötet werden. Wie es im Vers ebenso geschrieben ist: Die Roten töten rot die Roten, also die Kardinäle. Mit diesem Vers erklärt uns Nostradamus, dass es weder den Regierenden noch den Grünen je gelingen wird, es zu verhindern, dass die Umwelt zerstört wird. Auch weist er mit dem Satz darauf hin: Auf der Höhe des Aventin hallt die Stimme, geht! Womit er meint, sich auf den Aventin zurückzuziehen. Es ist in Italien das geflügelte Wort für Unruhe und auf Begehren. Denn es geht zurück bis ins Jahr 495, als in Rom die Plebejer die große Schwurgemeinschaft gründeten. Es könnte heute schon zu spät sein, die Entgleisungen der Menschheit zu verhindern. Das sollte uns aber nicht daran hindern, sorgfältiger mit der Natur umzugehen. Mensch, mach mit! Deshalb müssen wir unbedingt sorgfältiger und vorsichtiger als je zuvor mit unserer Erde umgehen. Vielleicht kann sich noch vieles verhindern lassen. Wir haben wirklich keine Zeit mehr. Bitte denkt darüber nach. Herzlichst, eure Deria.